Hallo YouTube, hier ist der Daywalker 246 und zwar, ich hatte ja gesagt, ich bin am Freitag auf der Gamescom, ich war es auch, ich bin die ganze Zeit mit Lenny rumgelaufen und den anderen Streammods, es war mega nice und ich wollte jetzt so ein bisschen sagen, so meine Eindrücke, die da waren, es war wirklich voll, kann man einigermaßen sagen, da man hatte wirklich an vielen Stellen Platz, na gut, Treppen und so waren halt voll. Man hatte wirklich Platz, die Spiele konnte man auch von der Ferne sozusagen betrachten, die gezockt wurden mit in den größeren Community-Teilen. Und ja, zwar anstehen, konnte man ein bisschen vergessen mit der Wartezeit da, aber das nochmal auf der Gamescom. Das war ja mein allererster Besuch. Und wir sind wirklich, haben uns am Osteingang getroffen, Ballastico, Neverneal, Alex, Tata, Lenny und ich halt, wir sind halt haben uns am Osteingang getroffen, an seinem Hotel, sind dann gemütlich erstmal in die Gamescom rein, über den Osteingang. Weil Lenny hat auch Videos gemacht von der Gamescom. Ich bin natürlich gespannt, was daraus wird, mit den ganzen Videoschnitten, die er gemacht hat. Und ja, ich zeige euch dann natürlich auch so ein paar Beweise, die ich halt so gesammelt habe, so Andenken. Da sind so Unterschriften von Scar für die Sophia. Generell Signaturen von Abge, Varus, Rypex, Tata und Lenny. Ich habe mir natürlich auch die Banane signieren lassen von Lenny und Tata. War schon nice. Und ja. Dann auch haben wir uns nachdem wir so durchgelaufen sind, haben wir immer mal wieder Pause gemacht, Fantreffen gemacht. Da habe ich natürlich die Aufgabe bekommen, als Hausmeister natürlich, ich soll die Leute, die da sind, halt aufschreiben. Habe ich auch gemacht. Die von heute, von Samstag, muss Balasco machen, der gibt mir dann die Namen oder schickt die direkt an Lenny weiter, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich werde auf jeden Fall meinen Teil dann an Lenny schicken, damit er so den Leuten, die wirklich an den Treffen dann teilgenommen haben. Lenny hat immer wieder gepostet, wo wir waren. Die Leute, die halt da waren, die bekommen dann was Spezielles auf Teamspeak, so wie weit ich das mitbekommen habe. Und ja, wirklich. Anfahrt war natürlich durch via GoGo schwieriger. Übrigens, Leute, wenn ihr Tickets kaufen möchtet, online natürlich nicht auf der Seite via GoGo. Das ist eine Seite, wo man das Dreifache bezahlt, habe ich vorhin erst festgestellt, dass ich wirklich das Dreifache des Gamescom-Tickets bezahlt habe. Was deutlich teuer war, ey. Nie wieder auf der Seite, nie wieder. Ja, ich habe mich halt mit dem Alex getroffen, also BC-AlexW, auch genannt im Teamspeak Alex. Haben uns dann getroffen, sind dann gemeinsam nach Köln, Messe Deutz gefahren. Da habe ich natürlich erstmal Neverneal ein bisschen geprankt. Der dachte natürlich, Alex kommt alleine und ich werde noch in der Schule. Ja, dann hat er natürlich gedacht, so, hä, das muss bestimmt der Alex sein. Und dann hat er aber gesehen, dass ich so meine Jacke aufgemacht habe, wo halt mein Emblem drauf war. Ich werde davon auch nochmal ein Foto euch zeigen, wie so unsere Outfits aussahen. Also jeder von uns hat halt seinen eigenen Skin. Meiner war halt BC-Alex. Was sag ich da? BC-Alex. BC-Astavel mit meinem Skin sogar auch und meinem Hashtag. Hashtag einfach so drauf. Bei Lenny war halt Lenny-Style, sein Skin und auf dem Rücken halt Hashtag Bananenmeister, Hashtag Mute. Bei Balasco halt Neverneal. Jeder von uns hatte sowas, die da waren. Bis auf Botti Botti hatte ich leider keins für. Da habe ich dann erstmal schön so Neverneal verarscht, indem ich dann die Jacke aufgemacht habe. Dann kam mein T-Shirt zum Vorschein, der so, Astavel, bist du das? Dann habe ich ihn erstmal veralbert. Dann haben wir vor dem Hotel gewartet. Dann kam auch Balastico noch dazu. Von da aus sind wir dann zum Hotel, haben da halt gewartet, bis Lenny ankam. Den haben wir dann abgefangen. Lenny natürlich hat sich mega gefreut, als wir ihm das Geschenk, sein T-Shirt, überreicht haben. Das hat er auch sofort angezogen.
Und das hatte ich mir nämlich so überlegt, ah, für die Gamescom bekommt er es definitiv geschenkt. Dafür hatten wir es schön so gesammelt und es ist gut angekommen bei ihm. Ja, dann sind wir halt in Gamescom rein, haben immer wieder Pausen gemacht. Nach einer Zeit haben wir uns dann halt bei Halle 8 getroffen, wo halt das Griefer Games Team stand. Da hat man halt die Chance mit Varus, Bantor, mit allen Griefer Games Teammitgliedern, die da waren, zu reden, Autogramme natürlich zu bekommen. Was wir natürlich gemacht haben, als Lord Varus da war, er hat in Ruhe gegessen, wir haben gewartet. Weil das finde ich, um ehrlich zu sein, besser, wenn man die Leute nicht hetzt. So direkt auf sie kommen, kann ich ein Autogramm haben, kann ich ein Autogramm haben. Nee, bei uns konnten die wirklich in Ruhe erstmal ihren Ding machen. Und erst dann sind wir zu denen gegangen, haben nach Autogrammen gefragt. Und ja, ich habe selbst die Chance gehabt, mit Rypex und auch Abke zu reden. Weil diese Chance hat man so in Real Life, also wirklich Real Life, außerhalb des Teamspeaks, gar nicht. Und das war schon mega nice. Ja, dann sind wir nochmal später rumgelaufen, haben uns dann im Vapiano in der Nähe vom Bahnhof getroffen, haben dann was gespeist. Der BC John und der Dekula kamen später sogar auch noch dazu. Dekula hat mich sogar mit Lenny verwechselt. Ja, auf dem Kanal von Lenny kommt halt ein Video, wo ich dann auch zu sehen werde, live, wirklich auch mit Gesicht. Ich werde den Kanal dann von Lenny auch unten in der Beschreibung dann verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr ihm dann auch ein Abo gebt und auch die Glocke aktiviert bei ihm. Zwar hat er mit Minecraft nicht mehr viel zu tun, er derzeit was gar nichts, aber ich würde mich auf jeden Fall ein Abo bei ihm, würde ich mich mega drüber freuen. Dann würde ich mal sagen, ich hau jetzt erstmal hier die ganzen Sachen, die T-Shirts und die Geschenke raus, die ich eingesammelt habe, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.